Wir steigen wieder ein in die zweite Runde des heutigen Abends. Rutschen Sie ruhig ein bisschen zusammen, Herr Außendorf. Herr Tebroke, eigentlich war meine Idee, hier einen Boxring aufzubauen. Aber wenn ich Sie beide jetzt so sehe, habe ich die Vermutung, dass Sie gar nicht so sehr aufs Boxen aus sind. Wenn wir die ganze Geschichte jetzt mal vom Ende her denken, Herr Tebroke, es könnte ja sein, dass die Grünen und die Schwarzen, dass die CDU und die Grünen am Ende in einer Regierung sitzen. Freuen Sie sich darauf? Wäre das in Ordnung? Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben wir zurzeit aktuell eine schwarz-grüne Koalition. Ich erinnere mich, dass sie zustande gekommen ist in der Zeit, als ich Landrat war. Und es kann gelingen, das sind demokratische Parteien, die zusammenfinden. Und wenn der Austausch sachorientiert ist, dann freue ich mich auf jeden konstruktiv mitarbeitenden Koalitionspartner. Herr Außendorf, jetzt müssen Sie doch ein bisschen die Boxhandschuhe herausholen. Ist das tatsächlich alles so harmonisch? Ich meine, das ist ja im Vorfeld auch geungt worden. Warum wählen die ausgerechnet die Grünen und die Schwarzen aus? Das wird ja ein Kuschelduell. Ist das so? Verstehen Sie sich so gut politisch? Meinen Sie jetzt im Kreis oder auf Bundesebene? Nein, ich meine natürlich auf Bundesebene und über den Kreis hinaus. Also Kreis ist ja ein extra Thema, das klammern wir jetzt erstmal zumindest aus. Ja, alles klar. Ja, also zunächst möchte ich dann noch ergänzen, es gibt ja auch eine grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg, das auch sehr gut funktioniert. Das ist für mich natürlich dann, wenn schon, mit der CDU zusammen die bevorzugte Variante. Im Bund beobachte ich die CDU und unsere Bundesvorsitzende hat das ja mal schön zusammengefasst. Wir beobachten dort eine verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Und das sieht man ja auch zum Teil an Ihren Äußerungen immer sehr offen gegenüber Klimaschutzmaßnahmen. Wenn es aber konkret wird, dann kommt immer das Nein. Wir hatten eben die Frage nach Tempolimit 130, wo man mit ganz praktisch null Kosten direkten Effekt erzielt, nebenbei auch noch Unfallschweregrade senkt. Von daher habe ich so meine Bauchschmerzen. Es wird nicht unmöglich werden, wenn die Zahlen so sind. Dann werden wir natürlich reden. Das ist nicht unmöglich. Ich denke auch, man kommt da voran. Aber ich habe so aus meiner Erfahrung her die Eindrücke, dass es da andere Koalitionsmöglichkeiten dann hoffentlich gibt, die uns ein bisschen schneller voranbringen beim Klimaschutz. Schneller voranbringen, ohne Tempolimit. Sie beide, ist mir aufgefallen, stellen das Thema Klima und Wirtschaft. Also sprich, das Klima retten, den Klimawandel bremsen, stoppen, was auch immer, und gleichzeitig die Wirtschaft nicht ausbremsen. Wie, Herr Tebroke, hat man sich das konkret aus der CDU-Sicht vorzustellen? Ja, erstmal so, ich hatte das eben in meinem Vorgespräch schon mal erläutern können, dass diese Frontstellung aufgegeben wird, dass man oftmals den Eindruck vermittelt hat, wenn jemand sich für den Klimaschutz einsetzt, dann wirkt er gegen Wirtschaft, dann wirkt er gegen Arbeitsplätze. Ich glaube, dass diese Dichotomie, dieser Widerspruch nicht korrekt ist. Ich habe auch den Eindruck, dass insbesondere aus der Wirtschaft oftmals diese Vorstellung vorgetragen wurde, aber das war nur der laute Teil der Wirtschaft. Und wenn man mit den Menschen spricht, auch mit den Unternehmern vor Ort, heißt es eher, das ist für uns eine Herausforderung, der wollen wir uns stellen, und daraus resultieren möglicherweise auch super Perspektiven als Unternehmen sich zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle zu generieren. Wir haben nur auf der anderen Seite immer auch zu berücksichtigen, welche Folgen das hat für bestehende Wirtschaftszweige, für bestehende Unternehmen, und dass es darum geht, dass diese eine Chance haben, eine Perspektive, eine Gelegenheit haben, sich auf diese Transformation einzulassen, und dann haben sie ein Miteinander, und dann bin ich, und ich habe das eben angedeutet, in einer Weiterentwicklung der Marktwirtschaft davon überzeugt, dass das funktionieren kann. Wir haben die soziale Marktwirtschaft, wir müssten eigentlich von der digitalen Marktwirtschaft oder einer globalen sprechen, und wir sprechen jetzt von einer ökologischen Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft löst die Probleme, die wir im Klimaschutz und im Umweltschutz haben, mit den Instrumenten, die zur Verfügung stehen. Das ist effizient. Das ist das Ziel, das Sie formuliert haben. Aber was sind die konkreten Maßnahmen tatsächlich, um immer diesen Ausgleich zwischen Umweltbelangen und Wirtschaft zu schaffen? Tempolimit ist ein einfaches und eingängiges Beispiel. Wie kann man es schaffen, dass der Sprinter nachts auf der Autobahn nicht mit 160 überholt, sondern vielleicht nur 100 oder 120 fährt? Das ist natürlich für die Wirtschaft, wäre das eine Einschränkung. Ja, also ich weiß nicht, wir können uns gerne an diesem Beispiel nochmal festhalten. Mir ging es ja nur darum, da aufzuzeigen, dass es etwas gibt wie Freiheit und eine Selbstverantwortung. Und wenn im Ergebnis nicht so viel erzielt wird, dann glaube ich, sollte man das nicht seitens des Staates regeln. Das ist ja das Petitum. Wenn wir sagen, wir wollen mit marktlichen Mechanismen oder Instrumenten Klimaschutz betreiben, dann bedeutet das, dass wir Preissignale setzen, dass wir externe Kosten internalisieren. Wenn jemand mit 160 über die Autobahn brettert, hat er einen höheren Ausstoß. Dieser höhere Ausstoß, der muss sich in Kosten niederschlagen, sodass man alleine, dass man gar nicht moralisch argumentieren muss, sondern alleine aus Nutzenerwägungen die
Geschwindigkeit runternimmt, um die Kosten zu sparen, die mit der Emission verbunden sind. Das ist der eine Teil, dass man also negative Effekte demjenigen zurechnet, der sie verursacht, und auf der anderen Seite eben auch Anreize oder Hilfestellungen leistet, da wo jemand im Sinne des Klimaschutzes etwas unternehmen will. Und das haben wir ganz konkret, ganz praktisch gemacht, indem wir Förderprogramme aufgelegt haben, weiterentwickelt haben zur energetischen Sanierung von Gebäuden, indem wir bestimmte Technologien unterstützt haben. Ich glaube, dass daran erkennbar wird, dass wir mit positiven Anreizen auf der einen Seite und mit der Zurechnung von Kosten auf der anderen Seite Marktsignale geben, und die Menschen und die Unternehmen werden danach reagieren. Und sie werden dann auch erfinden, Technologien verbreiten, die genau auf diese Signale reagieren. Das hört sich jetzt ja so an, als ob die CDU daher Herr Tibroke bzw. Herr Laschet eher bei Herrn Lindner stehen als bei Frau Baerbock und Herrn Habeck. Sehen Sie das, wenn Sie sagen, die Interessen von Wirtschaft und Klima übereinbringen, ähnlich wie Herr Tibroke, oder an welchen Punkten würden Sie da widersprechen? Ja, im Ziel sind wir uns da einig, das ist ganz klar. Das haben aber auch wir Grünen immer schon gesagt, was Sie angesprochen haben, Internalisierung externer Kosten heißt Preiswahrheit übersetzt. Das heißt, wenn jemand ein Produkt herstellt, das umweltbelastend ist, dann müssen diese umweltrelevanten Kosten in das Produkt mit reinfließen. Das alleine reicht aber nicht aus. Wir waren uns ja eben auch schon einig, CO2-Bepreisung, das ist eben ein Schritt in die richtige Richtung, das alleine reicht aber nicht aus, denn machen wir uns nichts vor, diese CO2-Bepreisung wird Verwerfungen mit sich ziehen. Im privaten Bereich, dem begegnen wir mit unserem, wie wir es nennen, Energiegeld, mit einer Ausschüttung pro Kopf, damit sich das auch ärmere Menschen gut leisten können, beziehungsweise dann sogar profitieren können finanziell. Es wird aber auch Verwerfungen in der Industrie nach sich ziehen, denn es ist ja so, dieser CO2-Preis wird mehr Kosten in der Produktion hervorrufen. Und das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Unternehmen, die leicht ihren CO2-Fußabdruck senken können, die werden das tun. Das ist auch der richtige Ansatz. Das Ganze hört aber dann schon auf zu funktionieren, wenn wir an die Exportmärkte denken. So, und das ist ein Punkt, den wir nochmal besonders hervorheben, dass wir an der EU-Außengrenze sogenannte Grenzsteuern haben. Wenn wir dort was importieren aus Ländern mit niedrigerem Klimaschutzstandard, dann muss da ein Preisaufschlag erfolgen. Andererseits müssen wir Unternehmen helfen, die exportieren. Ganz ehrlich, machen wir das auch schon auf dem Lebensmittelmarkt. Und das nächste ist, Firmen werden kein Interesse haben, umzustellen, wenn die Einsparung durch den CO2-Preis sich nicht rechnet, weil die Vermeidungskosten auf der anderen Seite zu hoch sind. So, und diese Differenz, die müssen wir mit einem speziellen Förderfonds ausgleichen, um da den Unternehmen zu helfen, zukunftsfähig zu werden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Maßnahmen. Unser Programm geht über 200 Seiten. Ein Großteil davon handelt davon, wie wir Wirtschaft klimaneutral umbauen können. Und über diese konkreten Maßnahmen, da müssen wir reden. Es reicht eben nicht zu sagen, der Markt macht das schon, sondern wir müssen darüber hinaus den Menschen und den Unternehmen helfen, sich umzustellen. Und wir sind jetzt ja, Sie merken, also wir versuchen die Themen ein bisschen tiefer anzugehen und uns ein bisschen Zeit dafür zu lassen, ein bisschen mehr Zeit dafür zu lassen. Wenn Sie konkret zu dem Thema, also jetzt im Moment Klimawandel, Klimaschutz haben, kommen Sie ans Mikrofon und ergänzen Sie die Debatte durch Ihre Frage, aber wie gesagt, zu dem Thema. Ich bleibe aber noch mal einen Moment hier oben, Herr Vossbrecker, Sie können sich gleich schon mal anstellen, ja. Was wir gerade gesagt haben, beziehungsweise Sie haben es ja auch schon angesprochen, bezieht sich auf die Wirtschaft, aber es bezieht sich wahrscheinlich genauso auf die Menschen selber, auf die Bürger, Bürgerinnen. Sie würden auch hier sagen, die Entscheidungsfreiheit liegt beim Einzelnen, wie beim einzelnen Unternehmen, auch beim einzelnen Individuum. Anreize setzen, ja, aber darauf setzen, dass die Menschen diese Anreize erkennen. Nochmal die Frage, reicht das aus? Ja, das reicht aus. Wir müssen das allerdings kompensieren. Das heißt, ich stimme Ihnen zu, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, dass man natürlich auch die Verteilungseffekte eines Klimaschutz, von Klimaschutzmaßnahmen mit im Auge haben muss. Sie haben gesagt, das kompensieren Sie, bezogen jetzt auf einzelne Bürger durch das Kopfgeld oder so ähnlich haben Sie es genannt. Ja, dass jede Person am Ende des Jahres 75, 100, 150 vielleicht, aber wenn das klappt mit dem Klimaschutz, irgendwann nichts mehr bekommt, da haben Sie plötzlich eine verteilungspolitische Debatte an der Stelle, die nicht unbedingt im Sinne des Ziels sinnvoll ist. Wir schlagen an der Stelle vor, die Einnahmen, und darauf kalkulieren Sie ja, die Einnahmen, die aus der CO2-Bepreisung resultieren, dass wir die verwenden, um die Energiekosten, insbesondere die Stromkosten zu senken, die EEG-Umlage zu senken. Und dann wird man feststellen oder hat man festgestellt, dass das insbesondere die Haushalte begünstigt, die eher einkommensschwach sind. Außerdem begünstigt das gleichzeitig die Wirtschaft. Trotzdem, darauf stellt Ihre Frage ab, reicht das schon? Ja, das ist ein erster Umverteilungseffekt, aber der nicht auf Einzelpersonen oder Unternehmen, sondern auf das System abstellt. Wir haben, ich nehme nur ein Beispiel, die Pendlerpauschale angepasst, erhöht, um die daraus resultierenden, aus einer CO2-Preisung resultierenden Mehrkosten auf diese Art und Weise mit zu kompensieren.
überkompensiert haben die es. Herr Ostendorf, gerne Ihre Perspektive zu. Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher heran, wieder, sonst stehen Sie zu weit im Schatten. Nur noch eben kurz zu Ende führen darf. Ganz entscheidend ist, dass die Maßnahmen, die wir, diese Impulse, die Förder- und auch die Kostenimpulse, dass wir die so setzen, dass die Menschen und Unternehmen darauf reagieren können. Ich kann also nicht sagen, ich setze eine klimapolitische Maßnahme durch und verbiete morgen den Individualverkehr. Das ist etwas, was einem Berliner gar keine Probleme bereitet, weil sie haben an jeder Ecke einen Bus. Aber wenn sie im ländlichen Raum sind, brauchen sie den Individualverkehr. Das heißt, wir müssen immer auch schauen, ob die Menschen eine Chance haben, sich auf diese Maßnahmen einzusetzen und auf die Signale zu reagieren. Ja, das haben Sie die gleiche Frage. Reicht das und vor allem reicht das schnell genug? Ja, beides ganz einfach, nein, es reicht nicht. Und Herr Tebroke, wenn Sie sagen, Sie wollen die EEG-Umlage senken, das wollen wir bedingt auch, das reicht aber eben nicht aus. Und es ist eben schon so, dass einkommensstarke Haushalte tendenziell auch einen höheren Energieverbrauch haben. Die tun einfach mehr, die haben größere Autos, die reisen mehr, das sei denen auch alles gegönnt. Aber es ist einfach Fakt, wer mehr Geld hat, der produziert auch mehr CO2 oder sorgt für mehr CO2-Emissionen, um es korrekt auszudrücken. Und wer wenig bis gar kein Geld hat, der hat überhaupt nicht die Chance dazu, ist aber gleich mehr belastet. Nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben ja angesprochen, eben auch, Sie hätten energetische Sanierung gefördert. Da haben Sie ja mit Ihrem Koalitionspartner verabredet, dass die Modernisierung von Häusern hälftig von Vermietern und von Mietern auf der anderen Seite getragen werden. Da sind Sie dem Koalitionsvertrag untreu geworden. Das ist übrigens auch so ein Punkt, weswegen ich Bauchschmerzen habe. Weil da gibt es Koalitionsverträge, die CDU hält sich am Ende nicht dran. Aber an dem Punkt ist es eben so, dass Sie das eben nicht eingelöst haben, das Versprechen, dass die Kosten hälftig aufgeteilt werden, sondern die bleiben auf der Mieterseite hängen, weil sie komplett eben übergeben werden. So, wer ist aber verantwortlich für die Modernisierungsmaßnahmen? Das sind die Vermieter. Die haben dann überhaupt kein Interesse mehr. So, das ist erstens fehlgeleitet und zweitens auch noch sozial ungerecht, weil es nämlich dann wieder diejenigen trifft, die in Mietwohnungen wohnen. Das sind tendenziell eben Leute, die haben weniger Einkommen, als die vermieten oder die Häuser besitzen. Das ist wieder eine Fehleinschätzung. Das müssen Sie richtigstellen. Das müssen Sie richtigstellen oder geben wir zu. Ja, da scheint so eine Art von Argumentation auf, aber Sie können das gerne korrigieren, gegen die ich mich wehren würde, weil sie da so bestimmte Rollenzuweisungen vornimmt. Also in dem Sinne, nur der reiche Vermieter, der kann entscheiden darüber, wie viel Energie am Ende verbraucht und CO2 emittiert wird. Klang das gerade an. Nur auf die also Modernisierung. Und dann auf die Modernisierung hat er einen Einfluss. Also, und der Vermieter ist auch der Reichere, der Wohlhabende und derjenige, der möglicherweise kein Interesse daran hat, dass es einem Mieter gut geht und dass er einen minimalen CO2-Ausstoß hat. Ich erfahre oder erlebe Mieter-Vermieter-Verhältnisse ganz anders im Sinne einer Verantwortungsübernahme des Vermieters, der aus einem eigenen Interesse Modernisierungsmaßnahmen durchführt, zu denen auch Förderprogramme aufgelegt werden. Und die Art und Weise und das Maß an CO2-Emissionen, das entscheidet am Ende der Mieter. Und wir haben auch heute schon die Möglichkeit, seitens der Mieter, beschränkt werden Sie sagen, aber mit der Perspektive, sich auch bei der Auswahl einer Wohnung danach zu orientieren, wie die energetische Sanierung aussieht. Politik ist komplex. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht zu tief in den Einzelheiten verlieren. Aber es ist gut, dass wir es einfach mal ausdiskutieren können. Soweit, also ich glaube, wir können es jetzt gerade an dem Punkt noch nicht ausdiskutieren, aber haben klar gemacht, wo die Unterschiede sind. Wir machen es wieder noch ein bisschen auf. Wie gesagt, Fragen zum Thema Klima, Klimawandel, Naturschutz, Umweltschutz und so weiter. Herr Vossebrecker, Sie dürfen diesmal beide Kandidaten befragen, aber mit einer Frage bitte. Okay, danke schön. Herr Tebroke, was mir wirklich Kopfzerbrechen und Bauchschmerzen macht bei Ihren Auslassungen, bei der Debatte insgesamt ist, hätten Sie das vor 30 Jahren gesagt, hätte ich mitgehen können. Heute sind wir anders. Ich vermisse in der Debatte und in dem, was Sie sagen, das Gespür für die Dramatik der Situation. Uns läuft die Zeit davon und es wird allgemein suggeriert, dass wir auf diesem Wege irgendwie diese ominösen 1,5 Grad retten können. Die werden furchtbar werden. Es ist jetzt schon furchtbar und ich sehe nicht, ich kann es nicht wiederfinden, dass Sie irgendwie ein Gespür dafür haben, wie mörderisch das ist, was da auf uns zukommt. Ich erinnere nochmal an die eben schon zitierte Warnung von 14.000 Wissenschaftlern von unsäglichem menschlichen Leid. Ja, Herr Tebroke, ist diese Kritik gerechtfertigt? Ja, also nein, also vielleicht lassen Sie mich so darauf antworten. Es wird so ein bisschen suggeriert, als habe es noch gar keine Anstrengung gegeben im Interesse einer Senkung der CO2-Emissionen. Wir haben Zielvorgaben gehabt, möglicherweise waren sie nach Ihrer Auffassung nicht ambitioniert genug, was die Emissionsreduzierung auf 2020 angeht. Dieses Ziel ist erreicht worden, es ist nicht ausreichend. Auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, schärft bitte am Ende noch weiter nach.
damit bin ich einverstanden. Ich habe jetzt ein Problem, dass ich Ihnen natürlich nur sagen kann, dass ich ein massives Interesse daran habe, das Klima, den Klimaschutz ambitionierter einzugehen. Wie soll ich das machen? Soll ich auf der Bühne springen? Soll ich sagen, ich trage jetzt eine andere Mimik vor? Ich nehme es ausgesprochen ernst. Und ich nehme es so ernst, dass ich sage, Achtung, wenn wir auf lange Sicht im Klimaschutz etwas erreichen wollen, dann kann es nur funktionieren, wenn wir die Menschen mitnehmen, ohne dabei stehen zu bleiben. Und das heißt, die anderen Komponenten, die im Rahmen einer nachhaltigen Politik wichtig sind, das ist auch Wohlstand, das ist auch der soziale Zusammenhalt, sind im Sinne einer generationengerechten Politik wichtig. Also ich sage, wir müssen unbedingt was machen, aber ich sage, wir müssen auch nach rechts und links schauen. Und wenn ich das mache und dadurch entsteht der Eindruck, ich sei nicht ambitioniert im Klimaschutz, dann bedauere ich, dann möchte ich fast fragen, was soll ich machen, um Ihnen zu zeigen, dass ich ambitioniert bin, außer darin, dass ich für meinen Teil zumindest mich für klimapolitische Ansätze und Debatten und mehr Druck in der Klimapolitik auch in meiner Fraktion einsetze und das vor Ort auch umsetze, soweit das geht. Das kann ich Ihnen zusagen, aber ich sage Ihnen nicht zu, dass ich nur noch Klimaschutz sehe, weil das wäre keine umfassend nachhaltige, generationengerechte Politik. Die Frage richtete sich jetzt zwar nur an Herrn Tebroke, ich gebe aber Herrn Außendorf trotzdem die Chance, das jetzt von der Seitenlinie her einzuschätzen. Ja, sehr gerne, Herr Tebroke, ich kann Ihnen eine ganz einfache Antwort geben. Politik besteht nicht nur daraus, schöne Reden zu halten, sondern Maßnahmen zu beschließen. Und tut mir leid, da haben Sie nichts geliefert. So, das möchte ich jetzt ein bisschen ausführen. Sie haben ja 2018 im Bundestag geredet zu einer Aktuellen Stunde, die Bündnis 90 Die Grünen beantragt hatten. Da ging es nämlich um CO2-Abgabe. Da haben Sie damals dagegen geredet. Abgabe. CO2-Abgabe, ja, das ging aber in dieselbe Richtung. Sie haben damals dagegen geredet. Sie haben, das muss ich konzedieren, mittlerweile mit der Großen Koalition haben Sie CO2-Bepreisung beschlossen. Viel mehr habe ich aber nicht gehört. So, was ist aber alles nicht passiert in der Zwischenzeit? Also nochmal, Sie haben damals genauso wie heute von Technologieoffenheit geredet, dass wir über Maßnahmen reden müssen. Aber es ist ganz wenig passiert. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat, das hatte ich eben schon gesagt, festgestellt, das reicht nicht aus, was Sie tun. Sie beschneiden die Freiheiten zukünftiger Generationen. Jetzt möchte ich nochmal ein paar Beispiele ausführen. Die CDU ist ja seit 2005 ununterbrochen mit Frau Merkel als Regierungschefin in der Regierungsverantwortung. Das war ein Zeitpunkt, um die Jahrtausendwende herum hatten wir in Deutschland eines der fortschrittlichsten Energieförderungsgesetze. Photovoltaik war auf dem Vormarsch. Wir hatten damals über 100.000 Arbeitsplätze in der PV-Branche. So, dann kam 2012 Ihr Freund Norbert Röttgen, war damals Umweltminister, neulich hier zu Besuch. Der hat die PV-Förderung, die Photovoltaik-Förderung, radikal umgestellt. Richtig war, das war damals nötig, weil es gab eine Überförderung. Aber Herr Röttgen hat so weit gemacht, dass in der Folge die ganze deutsche Photovoltaikbranche komplett zusammengebrochen ist und über 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Jetzt muss man noch ergänzen, das lag nicht nur an Herrn Röttgen, da gab es auch noch Kartellfragen, beziehungsweise die EU ist nicht gegen Dumpingangebote aus China vorgegangen. Aber Fakt ist, der Markt ist zusammengebrochen und Norbert Röttgen trägt einen großen Teil der Schuld daran. So, Punkt 2. Sie haben einen Energieminister Altmaier, er ist eigentlich Wirtschaftsminister, aber vor ein paar Jahren wurde das Thema Energie in sein Ressort übergeben. Wir hatten eine starke Windenergiebranche und waren auf einem guten Pfad. So, dann hat Herr Altmaier die Förderrichtlinien und die Abstandsregeln geändert. In der Folge sind seit 2017 nach Branchenangaben 40.000 Arbeitsplätze in der deutschen Windenergie verloren gegangen. Und da hat niemand gejammert und hat nach Ausgleichsmaßnahmen geschrien, sondern das ging einfach ganz still, ein ganz stilles Sterben. Und das wäre nicht nötig gewesen. In Summe haben Sie 140.000 zukunftsfähige Arbeitsplätze durch Ihre Politik wirklich aufs Spiel gesetzt, geschreddert und die Zukunft des Industrielands Deutschland gefährdet. Und da müssen wir gegensteuern, wir müssen ganz schnell da mehr ausbauen. Und jetzt nochmal zurück auf konkrete Maßnahmen, das können wir ja mal durchgehen. Sie haben Kohleausstieg 2030, haben Sie abgelehnt. Tempo 130 haben Sie abgelehnt. Jetzt möchte ich mal hören, was Sie denn sonst an konkreten Maßnahmen vielleicht mal haben. Ich möchte die Fragen dann nochmal ganz kurz zurückstellen, weil ich glaube, das muss man jetzt natürlich beantworten. Bitte, Herr Tebroke. Nein, wir machen es jetzt kurz und knapp. Also Sie haben das Thema CO2-Bepreisung angesprochen. Wir haben eine Quantifizierung der Kosten der CO2-Emissionen. Wir haben, ich könnte Ihnen das jetzt runterreden, wir haben ausgerechnet 80 Milliarden alleine darin gesetzt, dass wir energetische Sanierung ausbauen. Wir haben im Bereich der Förderung von vermeintlich emissionsarmen Verkehrsmitteln steuerliche Erleichterungen
Das haben Sie zugestanden, ja. Das ist ein großes Volumen, das wir da aufgelegt haben. Also man kann in den verschiedenen Bereichen einiges erkennen. Ich möchte allerdings zurückweisen, so zwei Punkte, jedenfalls ist da der Eindruck entstanden, als es eine Frage der Entscheidungen der Umwelt- respektive Energieminister war. Photovoltaik hier vor Ort zu installieren, ist etwas, was in den Kommunen vor Ort passiert ist, auch im Übrigen mit Unterstützung von Bürgermeistern oder Landräten. Das ist der eine Teil. Der andere ist, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn wir den Ausbau der Windenergie wollen, auch onshore wollen, bedeutet, dass wir auch die Anlagen dann installieren. Das heißt, wir brauchen eine Bereitschaft von Investoren und eben auch von Bevölkerung vor Ort, solche Anlagen zuzulassen. Das ist eine Frage der Abstandsregelungen, die wir dann treffen, die wir im Übrigen auf Länderebene treffen. Und da müsste man jetzt nochmal über die einzelnen Länder gehen und feststellen, in welchem Land mit welcher politischer Verantwortung werden welche Abstandsregeln eigentlich formuliert. Und dann... Schwarz-Gelb macht das hier in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg. Wie war das nochmal? Und ich will nur darauf hinweisen, dass es eine Akzeptanz für Windenergie geben muss. Weil wenn wir den Klimaschutz wollen, dann müssen wir auf regenerative Energien. Dann brauchen wir sie entweder hier im Land oder wir importieren Energie aus dem Ausland. Am liebsten, meines Erachtens jedenfalls, grünen Strom oder vielleicht sogar synthetische Kraftstoffe, die diese Energie enthalten. Darüber müssen wir uns verständigen. Aber es ist nicht nur eine bundespolitische Entscheidung. Wir setzen jetzt mal die Masten auf. Ich halte viel davon, dass vor Ort mitentschieden werden kann, ob wir diese Anlagen installieren oder nicht. Jetzt möchte ich doch gerne eine Frage zulassen. Und zwar würde ich jetzt aber eine Quote einführen. Ich möchte gerne den jüngeren Fragesteller zunächst ans Mikrofon lassen. Herr Wagner, Sie kommen dann anschließend dran. Vielen Dank. Ich hätte sowohl eine Frage an Herrn Tilbrucker als auch an Herrn Außendorf. Einmal an Sie, sowohl aus der Diskussion gerade eben als auch aus Ihrem Kommentar zum Tempolimit habe ich rausgehört, dass Sie vor allen Dingen Freiwilligkeit als Basis der Klimapolitik sehen. Bedeutet das nicht eigentlich auch, dass Sie die Verantwortung für die Klimapolitik sowohl auf Bürger als auch auf die Wirtschaft abwälzen und hat das nicht in den letzten Jahren eigentlich gezeigt, dass das zu keinem Ergebnis führt? Und danach an Herrn Außendorf, Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit und hat einmal über Klimapolitik den Kommentar gebracht, dass das eigentlich eine Aktion ist, die ziemlich Spaß machen kann und ein Gemeinschaftswerk ist. Wie schätzen Sie das ein? Herr Tilbrucker, Sie können auf beide Fragen antworten. Ich sehe gerade, Sie nicken. Wenn ich mich gegen ein Tempolimit, ein gesetzliches, also vorgegebenes Tempolimit gestellt habe, dann habe ich deutlich, glaube ich, gemacht, dass ich die Verantwortung an der Stelle den Leuten überlassen möchte, die in dem Auto fahren, weil ich glaube, das nehme ich die zweite Frage vorweg, dass dann Klimaschutz mehr Freude oder Spaß macht, wenn ich sage, ich entscheide selbst, dass ich jetzt nur 130 fahre und damit dem Klima etwas zu tun, Gutes tue und muss das nicht machen oder mach das nicht, weil irgendjemand mir gesagt hat, du begrenzt jetzt deine Geschwindigkeit oder tust dieses oder tust jenes. Und ich würde auch nicht von Abwälzen von Verantwortung sprechen, sondern von mir aus von Zumutung, weil ich gehe davon aus, dass es im Interesse des einzelnen Menschen, der Privatperson und auch des Unternehmens ist, im Rahmen der Möglichkeiten Selbstverantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube, dass da mehr positiv passiert im Sinne des Klimaschutzes, als wenn ich an jeder Stelle von jemandem vorgeschrieben bekomme, was ich zu tun und was ich im Einzelnen zu lassen habe, obwohl das an der Stelle gar nicht so relevant ist. Dann kann nur Klimaschutz Spaß machen, wenn die Menschen davon überzeugt sind und auch noch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich will nicht von Abwälzung der Verantwortung sprechen, sondern von Zumutung von Verantwortung, von Zugestehen von Verantwortung. Herr Tilbrucker, darf ich noch ganz kurz ergänzen, die persönliche Frage. Wie schnell sind Sie auf einer leeren Autobahn unterwegs? Und macht das Spaß? Also ich weiß nicht, mit meinem Auto macht das wahrscheinlich gar nicht so viel Spaß. Also ich kann das nicht sagen. Ich fahre grundsätzlich 120, 130 würde ich sagen. Und wenn es mal geht, fahre ich immer 140 oder 150. Aber so viel fahre ich eigentlich nicht. Okay. Ich bin mit der Bahn unterwegs. Herr Außendorf, der zweite Frage. Und hier können Sie auch nicht so schnell fahren. Da müssen Sie auch die Landschaft genießen. Ja, das war jetzt aber nicht die Frage. Herr Außendorf, ich darf Sie auch bitte noch mal in die Mitte holen. Da sind Sie schon stärker in der Aufmerksamkeit. Ja, also Klimaschutz kann Spaß machen, natürlich. Es gibt viele Beispiele. Ich nenne mal eins.
wenn es darum geht, sich in Energiegenossenschaften zu organisieren und selber Photovoltaikanlagen auf Dächer zu bringen oder Windkraftanlagen zu bauen. Jetzt muss man aber auch sagen, die Bestimmungen sind auch eben wieder unter Altmaier massiv verschlechtert worden. Wir hatten früher viele Energiegenossenschaften, die Regularien haben sich aber verschärft. Es sind Ausschreibungsvorgaben dazugekommen, sodass viele Genossenschaften schlichtweg aufgegeben haben oder sich erst mühsam dran gewöhnen können. Ich möchte mal ein Positivbeispiel nennen, das ist schon ein bisschen länger her, eben vor den Regulierungsänderungen Hilchenbach im Sauerland, auch zum Thema Akzeptanz. Übrigens 82% der Deutschen befürworten mehr Windkrafträder. Das mit der schlechten Akzeptanz, das ist auch viel herbeigeredet. Frage, wo Sie stehen? Das ist sicherlich auch eine Frage, aber das ist gar nicht so dramatisch schlecht, wie es ist. In Hilchenbach ist es nämlich so, da war die Gelegenheit, dort hat sich eine kleine Firma gegründet und haben oben auf dem Berg 3 Windkrafträder installiert und haben den Menschen im Dorf die Gelegenheit gegeben, sich an diesen Firmen zu, an dieser Firma zu beteiligen. Die haben also direkt was davon rausbekommen. Solche Konstrukte müssen wir stärken. Herr Altmaier hat es schwieriger gemacht. In Hilchenbach sind die Menschen sogar so stolz auf ihre Windräder, die haben einen eigenen Windkraftwanderweg zu diesen Windkrafträdern hingeführt mit den schönen kleinen Symbolen für den Wanderweg mit so 3 Windrädern. So, und das sind Beispiele, das muss besser werden und nicht schlechter. Ein anderes Beispiel, wo es auch Spaß macht, ich bin ja auch Unternehmer, wenn man nämlich mit Photovoltaikanlagen richtig viel Geld sparen kann als Unternehmen, wenn ich selber eine große Halle habe, kann ich da PV-Anlagen draufpacken und der Spaß ist heute nicht mehr die Förderung, wenn ich es einspeise, sondern der Spaß ergibt sich daraus, dass ich ganz, ganz billigen Strom produziere, viel billiger nämlich als den, den ich einkaufen kann. Nun hat der Altmaier das begrenzt, der hat eine Grenze eingezogen, erst ab einer bestimmten Grenze, da muss ich dann eine Ausschreibung machen als Firma und kann einfach gar nicht frei über mein Dach verfügen und den Strom verwenden, wenn ich ihn gleichzeitig auch was Überschüssiges einspeisen will. So, das sind jetzt viele Beispiele, die Spaß machen, die aber durch Herrn Altmaier und die alte Bundesregierung, die einfach der Spielverderber sind und das verkompliziert haben. Ja, Spielverderber ist ein gutes Stichwort, weil also ehrlich gesagt, dass Sie das Spiel verderben wollen, kann ich mir nicht vorstellen. Woran nicht ist, dass wir oder ist das überhaupt ein völlig falsches Bild? Und wenn es einigermaßen oder zum Teil wenigstens stimmt, woran liegt es, dass wir auch an diesen Punkten eher langsam vorankommen? Also erstmal kann ich die Freude teilen, auch was die Gründung einer Genossenschaft angeht. Sehr früh waren wir dabei gewesen und es macht wirklich Spaß. Da waren die Zuschuss oder die Preise, die garantierten, noch sehr hoch. Ich bin enttäuscht oder frustriert, das gebe ich gerne zu, dass es an vielen Stellen nicht schneller geht. Und ich weiß auch um einige Restriktionen, die Sie genannt haben, muss aber darauf verweisen, dass was insbesondere diese Grenzen angeht, da ja schon in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Ich habe bei all dem also eine gewisse Grundskepsis, aber jetzt habe ich schon wieder Sorge, dass mir jetzt unterstellt wird, ich würde nicht mit genügend Nachdruck mich für den Klimaschutz einsetzen. Das tue ich auf jeden Fall, aber selbst wenn es uns gelänge und ich würde alles dafür tun, dass wir mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen hier installieren, aber dann frage ich mich schon, ich kann nicht davon ausgehen, dass es ausreichen wird, dass wir innerhalb der Bundesrepublik so viel regenerative Energie gewinnen werden, dass wir damit unseren Energiebedarf decken. Und dann bin ich bei dem Punkt, wie können wir diesen Energiebedarf decken, der ja auch aus der sozialpolitischen Perspektive zu vertretbaren Kosten gedeckt werden kann und dann mit einer hinreichenden Sicherheit. Das heißt, ich bin beim Import von Energie, da würde ich ungerne auf fossile Energieträger zugreifen. Das heißt, wir müssen uns gleichzeitig Gedanken machen, wie wir unseren Energiebedarf decken, wenn wir ihn vor Ort nicht decken können, etwa indem wir Energie, regenerative Energie in welcher Form auch immer als grünen Wasserstoff oder als grünen synthetischen Kraftstoff importieren. Darüber sollten wir uns auch Gedanken machen, weil sonst werden wir zwar sehr engagiert sein, aber nicht erfolgreich in dem Sinne, wie ich langfristig Klimaschutz erfolgreich gestalten möchte. Ja, danke schön. Also wir wollen nicht diese ganze Stunde jetzt monothematisch über Klima reden, obwohl das wahrscheinlich das große und ganze Thema ist. Und die Fragen, die jetzt kommen, stellen Sie und setzen damit auch das Thema. Herr Wagner. Ja, ich habe noch eine Klimafrage und zwar in Bezug auf Transformation der Industrie. Ich bin ja ambitionierte Wunschträumer von den Grünen gewohnt, aber jetzt habe ich gerade auch gehört, Herr Tebroke sagt, man muss also nur CO2-Preise erhöhen, dann bemüht sich die Industrie und erfindet entsprechende Auswege. Ich muss sagen, ich war 30 Jahre in der Forschung und Entwicklung. Manchmal fordert man Gold und nachher kommt nur Porzellan raus. Und das können Sie einfach nicht voraussetzen. Alles, was man sich anschaut an den Modellen, die diskutiert wurden, Rohstahl bzw. Roheisenproduktion mit Wasserstoff, das sind alles bisher Modellversuche. Da gibt es keinen technischen Upscaling bisher. Zementindustrie, überhaupt keine Idee, wie man das machen soll, außer CCS oder sowas.
es gibt manchmal naturwissenschaftliche Grenzen, bestimmte Technologien zu halten. Wenn man das ganz konsequent machen will, das wird in den nächsten Jahren sowieso passieren, dass wir in Deutschland keine Roheisenproduktion mehr haben, weil die Hochöfen ohnehin abgeschrieben sind, wir Koks und Erz importieren müssen, dann holen wir besser Roheisen aus Brasilien oder so. Aber das ist auch kein Klimaschutz, oder? Bitte, das ist ökologisch zumindest sinnvoller. Ja? Also es gibt ökologische Zwischenlösungen, die vernünftig sind. Die Frage. Aber da gibt es bei diesen ganzen Modellen der Transformation, da ist sehr viel Wunschdenken dabei. Deshalb meine Frage, wie sichern Sie die Arbeitsplätze in der Zementindustrie und in anderen Industrien? Wie stellen Sie sich die Transformation davor? Also an mich jetzt gerichtet. Ja, es wundert mich, weil ich ja gerade vorgehalten bekomme, dass ich die wirtschaftlichen und die Arbeitsplatzinteressen so in den Vordergrund stelle oder mit berücksichtigen möchte. Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Es ist ein Wunschdenken, dass man sagt, wir produzieren jetzt den Stahl mit grünem Wasserstoff in einer Menge, die wir gar nicht zur Verfügung haben. Aber dann ist das Ergebnis, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann könnte es dazu führen, dass diese Unternehmen nicht mehr in Deutschland Stahl produzieren, sondern dass wir das in Brasilien machen. Und ich bin mir nicht sicher. Stahl produzieren wir hier, dafür braucht man auch keinen CO2-Verbrauch. Und Stahl kann man mit Elektrostahlwerk machen. Und da wäre es sinnvoller, ein stärkeres Recycling anzupacken, weil wir immer noch Schrott exportieren. Nur Roheisen, dafür braucht man, das ist auch Begriffsverwirrung, die da in der ganzen Diskussion läuft. Nur Roheisen wird in Hochofen mit Koks. Gut, ja, wir machen jetzt keine metallurgische Fachvorlesung, bitte. Aber dann müssen wir das vielleicht nochmal bilateral klären. Also ich möchte nicht an die... Ja. So, ja, bitte. Ich kann nicht an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten... Nein, grundsätzlich, welche Ansätze haben Sie für Industrien, die da nicht folgen können, einfach den CO2-Preis zu erhöhen und ihre Technologie dann gar nicht umsetzen können? Also was wird aus denen, zum Beispiel der Zementindustrie, wenn der CO2-Preis deutlich steigt? Ja, also jetzt müsste ich mich erstmal informieren, wie genau jetzt der Anteil ist, des Energieverbrauchs in der Zementindustrie. Es geht nicht um die Zementindustrie. Gut, ich glaube, da kommen wir jetzt im Moment also nicht weiter. Wir haben heute schon Mechanismen, mit denen wir einen Ausgleich machen. Wir haben den Energiesteuerspitzenausgleich als ein Instrument, um den Unternehmen, die länger brauchen oder keine Chance haben zu höheren Energiepreisen, das zu kompensieren. Das ist ein Instrument, um damit Industrien oder Industriezweige zu schützen. Vielleicht richtet sich die Frage auch viel eher an Herrn Außendorf. Und das andere ist Carbon Leakage, wenn ich das nur eben noch ergänzen darf. Das heißt, wenn Sie sagen, die Kosten steigen für die Produktion von, in dem Fall jetzt Rohstahl, und es macht keinen Sinn mehr, den Rohstahl hier zu produzieren, sondern ihn besser zu importieren, dann ist bei aller Schwierigkeit die Idee, Herr Außendorf hat die gerade angedeutet, über Grenzsteuern, im Grunde genommen sind es ja Grenzsteuern, Einfuhrsteuern, die den CO2-Gehalt bei der Produktion im Ausland messen, das auszugleichen in der Hoffnung, dass unsere wirtschaftlichen Kapazitäten und unsere wirtschaftspolitische Durchschlagskraft groß genug ist, um das gegen China und Brasilien zu bestehen. Ich formuliere die Frage nochmal an Herrn Außendorf. Angenommen, die Klimaschutzpolitik greift und greift eben in einem Maße, das Industrien zur Anpassung zwingt. Es gibt Industrien wie die Zementindustrie, jetzt einfach mal pass pro toto, die dazu nicht in der Lage sind, aber trotzdem große Mengen an Menschen abhängen, also eine hohe Anzahl von Menschen beschäftigen. Was wird aus denen? Ist das einfach eine sterbende Industrie wie die Papierindustrie oder gibt es dafür Konzepte, das auszugleichen? Ein Konzept hatte ich ja eben schon dargestellt, das ist eben, dass wenn der CO2-Preis so viel niedriger ist als die Einsparungskosten, die ich habe, dann wollen wir das ausgleichen durch eine Förderung, Transformationsfonds. So, wie das jetzt, also bei Stahl geht das mit Wasserstoff, das kann man CO2-neutral einigermaßen oder zumindest CO2-ärmer produzieren mit grünem Wasserstoff, haben wir ja schon Pilotanlagen in Nordrhein-Westfalen. Bei Zement, das weiß ich schlichtweg nicht, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, wie Zementherstellungsverfahren sind. Da wir sicherlich nicht die einzelne Technologie, sondern grundsätzlich. Ja, grundsätzlich aber es gibt Industrien, die werden in Deutschland verschwinden. Ja, werden. Ja. Gut, ja, ich weiß jetzt nicht, Sie stehen an der Schlange für die für Fragen. Geht es weiterhin um Klima? Wir haben auf jeden Fall auch noch die Frage von Herrn Hüpper gleich, die ich ihm dann bitte auch nochmal zu stellen. Also sollten wir versuchen, jetzt nochmal die letzte Klimarunde zu drehen. Ja,
Ja, es geht nochmal um Klima. Und zwar, entschuldigen Sie meinen Zwischenruf gerade, ich fand es schon etwas komisch, dass Sie hier über von Windkraftanlagen reden und den Ausbaufahrt, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo man ja sehen kann, dass jetzt seit der schwarz-gelben Regierung wirklich der Ausbau der Windenergie quasi komplett zum Erliegen gekommen ist, das drastisch runtergegangen ist wegen der Abstandsregelung. Kleine Fußnote, wenn man sich schaut, in Leverkusen, da ist eine Sondermüllverbrennungsanlage mitten in einem Wohngebiet, aber ein Windrad darf da nicht stehen, weil da Häuser in der Nähe sind. Und da ist meine Frage, also ganz konkret, wären Sie dafür, diese Abstandsregelung zu ändern bzw. abzuschaffen, weil wir brauchen ja die nächsten Jahre einen deutlich schnelleren Ausbau der Windenergie und der Solarenergie, für den Strombedarf, den wir heute haben und aber auch für den steigenden Strombedarf aufgrund der Elektrifizierung von Verkehr, von Heizen und von Industrieprozessen. Ja, danke. Also wenn ich die Regelung richtig interpretiere, für Nordrhein-Westfalen besteht die Möglichkeit, dass Kommunen sich an diese 1000 Meter nicht halten müssen, sondern dass sie auch kürzere Abstände akzeptieren, wenn es vor Ort eine entsprechende Akzeptanz gibt. Ich habe nur gesagt, ich glaube, dass es nicht richtig oder gut ist, dass bundespolitisch da eine Vorgabe gemacht wird. In dem Sinne, Hauptsache der Abstand ist x Meter und dann ist es auf jeden Fall zulässig. Das halte ich für den falschen Weg, weil er führt nicht zu der notwendigen Akzeptanz. Und das andere an dieser Stelle nochmal, ich glaube, wir werden, damit will ich meine Ambition nicht relativieren, aber wir werden es nicht schaffen, onshore über Windanlagen den Energiebedarf zu decken, den wir auch in der Prognose, gerade auch wenn es um Strom geht, in den nächsten Jahren feststellen werden. Wir brauchen Kompensation oder Ergänzung durch den Import. Ja, da kenne ich Studien, die anderes belegen, aber gut, das müssen wir hier nicht ausdiskutieren. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, das ist jetzt aber ein anderes Thema ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, bitte würden wir jetzt nochmal zurückstellen. Ich weiß jetzt nicht, da hinten die beiden Herren, es geht nochmal um Klima. Nein, ganz hinten auch nicht. Dann haben Sie jetzt die Chance, ganz schnell diese Frage zu stellen. Es geht mir um Verkehrspolitik, Mobilität und zwar die Frage, ob das Spaß machen kann. Und wenn ich mir so anschaue, was in manchen Städten passiert, wie das gerade umgebaut wird, zum Beispiel in Paris, zum Beispiel in Barcelona, aber auch zum Beispiel in Bogotá, und dass da wirklich radikal der Platz umverteilt wird und dass da eine ganz andere Lebensqualität in der Stadt entsteht und viel mehr Grün, viel mehr Leben in der Stadt, viel mehr Außengastronomie, viel Platz zum Spielen, für alles. Und da denke ich, dass da wirklich etwas ist, wo aktiv Klimaschutz, aktiv Verkehrswende betrieben wird und gleichzeitig es Spaß macht. Ja, und die Frage, bitte, kommen wir jetzt, da auch hin, schaffen wir es, die Prioritäten so anders zu setzen und auch Gelder anders zu verteilen? Wir haben heute wirklich einen sehr starken Fokus bisher auf den Autoverkehr. Die Frage, also wir brauchen keine Co-Referate. Ich glaube, das Problem ist bekannt, also Mobilität, Umbauen, Anton. Die Frage ist jetzt, ehrlich gesagt, Sie haben sie. Die Frage, ob einen Städteumbau zugunsten mehr Raum, sich da zu bewegen, zu leben oder auch für andere Verkehrsträger oder Verkehrsmittel. Natürlich kann ich sagen, ich persönlich unterstütze das, aber ich weiß auch und das halte ich auch für wichtig, dass es eine in dem Fall jetzt kommunale Aufgabe ist. Hier in Bergisch Gladbach erleben wir ja gerade, wie Räume, wie Verkehrsräume neu verteilt werden sollen. Das ist eine Angelegenheit, die in demokratischen Prozessen vor Ort passiert und es soll auch in der Kompetenz der Kommune bleiben und es ist nicht Aufgabe des Bundes. Der Bund hat sich zum Beispiel, das war Ihre Frage ja auch, etwa dahingehend engagiert, dass er Mittel bereitstellt. Natürlich, er baut sie nicht, baut die Radwege nicht, aber er hat zum Beispiel Mittel bereitgestellt für eine Verbesserung von Infrastruktur, etwa die Fernradwege, auf die dann vor Ort zugegriffen werden kann. Und der Bund beteiligt sich über die Regionalisierungsmittel verstärkt an dem Ausbau von ÖPNV-Angeboten. Auch das macht er, aber auch die Organisation des ÖPNVs passiert vor Ort und passiert im Übrigen auch mit Rücksicht nicht nur auf städtische Regionen, was oftmals in unserer Verkehrspolitik im Vordergrund steht, sondern auch mit Rücksicht auf die Belange ländlicher, dünner besiedelter Regionen. Herr Ossendorf, Sie haben sich da auch noch mal zum Wort gemeldet, ist hier klar, aber warum ist denn tatsächlich die Akzeptanz in der Bevölkerung so gering, wenn zum Beispiel eine Abbiegespur zu einem Radfahrstreifen wird oder wenn drei Parkplätze in der Schlossstraße keine Parkplätze mehr sein sollen? Es gibt natürlich, ob jetzt wie hoch die Zustimmung ist, weiß man ja nie genau, aber die Akzeptanz bzw. der Widerspruch ist zumindest sehr, sehr groß bei all diesen Maßnahmen.
Darf ich noch auf einen Punkt eingehen, bevor ich darauf zurückkomme? Ich möchte Sie da beim Wort nehmen. Sie haben gesagt, es soll da mehr in den Kommunen entschieden werden, das verkehrspolitisch. Und wir haben ja ein großes Problem, nicht nur wir in Bergisch Gladbach, sondern im ganzen Land, wenn wir nämlich möchten, dass gewisse Straßenzüge mit Tempo 30 durchgehend ausgeschildert werden. Da sagt uns dann hier die Verwaltung, nein, das geht nicht. Da gibt es die Straßenverkehrsordnung mit Verwaltungsvorschriften. Die macht das in ganz engen Rahmen. Es ist fast nicht möglich, mal durchgängig eine Straße zu machen. Das wäre ein bundespolitisches Thema. Wenn Sie sagen, Sie möchten mehr Verantwortung in den Kommunen, dann lassen wir uns diesen Passus streichen und die Verantwortung für Tempo 30 komplett in die Kommunen geben. Sind Sie dazu bereit? Das kann ich nochmal ganz konkret machen. Ich war gerade beim Strundetal-Forum. Durch das Strundetal darf man mit 100 fahren. Es wird darum gekämpft, es auf 70 runterzusetzen. Es geht, sagt auch die Stadtverwaltung, mit Bezug auf die Straßenverkehrsordnung nicht umsetzbar. 100 im Strundetal zwischen Herrenstrunden und Bergisch, also und der Innenstadt. Ist das vernünftig oder ist das eine Gängelung durch den Bund? Ist jetzt wieder eine Frage an mich. Also ja, ja. Natürlich besteht es eine Möglichkeit, ja, seitens der bundespolitisch damit darauf einzuwirken. Aber ich möchte mich dagegen wehren, dass man jetzt in alle Lebensbereiche und auch die Verkehrslebensbereiche Vorschriften dahingehend formuliert, möglicherweise, dass der Bund sagt, sie dürfen im Strundetal nur 70 fahren. Ich kann Ihnen noch sagen, ich habe persönlich... Nein, umgekehrt. Also im Moment ist diese Ordnung so, es muss 100 sein, weil es außerhalb der geschlossenen Ortschaft ist. Und die Kommune hat nicht die Freiheit zu sagen, nein, aufgrund besonderer Begebenheiten hier wollen wir 50 oder 70 haben. Also wenn es keine besondere Begebenheit gibt oder Gründe gibt, dass die Geschwindigkeit dazu reduziert wird, dann darf sie da nicht reduziert werden. Und das ist zu argumentieren aus dem Kontext, dass durch das Strundetal, jetzt nehmen wir das konkrete Beispiel, eben auch vielleicht Menschen fahren, die nicht da wohnen, auch ein Interesse haben des zügigen Fortkommens. Und das ist in anderen Regionen auch. Das heißt, wir würden dann, wenn wir über Land reisen würden, immer wieder, je nachdem wie eine Kommune das für bestimmte Straßenabschnitte entscheidet, dann mit Geschwindigkeitsbegrenzungen konfrontiert werden. Und da haben wir ja den Unterschied, den haben wir jetzt gerade geschlammt. Es gibt Bundesautobahnen, es gibt Bundesstraßen, es gibt Landstraßen, es gibt Kreisstraßen, es gibt Stadtstraßen und es gibt Siedlungsstraßen. Und da gelten jeweils andere Voraussetzungen. Wir können das gerne mal abchecken, ob an der einen oder anderen Stelle im Sinne des Umweltschutzes was zu erreichen ist. Aber okay, zurück zu der anderen eigentlichen Frage, die wird jetzt abgeirrt. Akzeptanz für Umwandlung von Straßenraum, der bislang für Individualverkehr, für Autos reserviert ist, hin zu Fahrrädern, Fußgängern, was auch immer. Also was wir hier in Bergisch Gladbach erleben, ich glaube, dass gerade in der Laurentiusstraße, da gibt es einige sehr aktive Autofahrer, die dort zugleich Grundstückseigentümer sind und die da Partikularinteressen haben. Ich hatte aber mehr nach der Schlossstraße gefragt. Gut, Schlossstraße können wir auch nochmal drauf kommen, aber das ist eben ein Punkt. Da gibt es einige, die sind sehr laut. Zu uns kommen auch Grundstückseigentümer oder Hauseigentümer, die sagen uns, super, dass ihr das macht, da wird langsamer gefahren, das ist ruhiger, da habe ich einen höheren Wert für meine Wohnung, weil da die Menschen lieber wohnen. Das gibt es eben auch, nur die sind nicht ganz so laut. Ja, in der Schlossstraße, da kann ich immer nur im Kopf schütteln. Das war ja mal eine Fußgängerzone. Wir sind der Meinung, dass wir mehr Lebensqualität in die Städte bringen, wenn es mehr Fußgängerzonen gibt, mehr Bewegungsfreiraum, mehr Lebensraum für die Menschen. Das ist in der Schlossstraße so. Nur leider sind da die Händler anderer Meinung. Das muss man dann irgendwann auch mal akzeptieren. Da haben wir eben keine Mehrheit dafür gefunden. Es gibt viele andere Beispiele, übrigens nicht nur in Barcelona, das kann man auch in Köln beobachten. Da werden viele Straßen umgewandelt, zum Teil auf Druck der Händler, die sagen, wir brauchen hier den Platz auf der Straße für Außengastronomie. Wir wollen, dass da auch mehr Fahrräder Platz haben, denn auf einem Autostellplatz ist Platz für 7 bis 9 Fahrräder. Da kommen viel mehr Menschen in meinen Laden, wenn ich denen den Platz bringe. Und die sind auch lieber da, weil nicht ständig die Autos vorbeirauschen. Also ja, gut, ja, denke, also jetzt sind wir zwar nicht beim Klima, aber wir sind natürlich nach wie vor im weiteren Sinne dann doch beim Klima. Und deshalb würde ich jetzt die nächste Frage bitten und hoffe auf einen Themenwechsel. Herr Tebrugge, Sie sprachen eben davon, dass Sie die CDU sehen als die Partei, die alle Menschen oder ganz viele Menschen mitnimmt. Vor dem Hintergrund, wie stehen Sie zu den Aussagen von Hans-Georg Maaßen, dem der thüringische Verfassungsschutzchef ganz klar belegt hat, dass sie antisemitischen Inhalts sind in mehreren öffentlichen Darstellungen? Also ich wende mich mit Nachdruck gegen jede Äußerung, die antisemitischen Inhalts ist. Und eine Nachfrage, ja. Okay, und wie gehen Sie mit so jemandem in Ihrer Partei um? Also wie ich persönlich damit umgehe, also wir kommunizieren, dass wir es nicht akzeptieren, wenn jemand Aussagen antisemitischen Inhalts trägt. Das passt nicht zu dem, was unsere CDU auszeichnet. Und ich war nicht dabei, als Herr Maaßen diese Aussage getroffen hat, um sie darauf. Gut, die können Sie in der Mediathek, des ZDF, glaube ich, war es,
können Sie das wunderbar nachschauen. Also heißt das für Sie, so jemand ist Teil des Spektrums der CDU oder gehört er ausgeschlossen aus der CDU, wenn Sie es nicht akzeptieren? Also wenn jemand eine antisemitische Aussage trifft und dazu und die auch nochmal bekräftigt, dann passt das nach meiner Vorstellung nicht zu dem, was ich von jemandem erwarte, der in der CDU ist. Dann würde ich persönlich das auch nicht akzeptieren, dass er weiter Mitglied der CDU ist. Ja, danke, das ist eine sehr klare Aussage. Herr Höpper, ich würde Sie bitten, danach dann sich einzureihen, auch durchaus dann sich vorzudrängen. Bitte schön. Guten Abend. Eine Frage, und zwar die CDU sagt, ist eine Partei des Volkes. Es wurden in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr Wirtschaftszweige ins Ausland gebracht, weil es dort billiger zu produzieren ist. Jetzt im Rahmen der Pandemie haben wir festgestellt, wir haben viele Fähigkeiten verloren, die wir wieder benötigen. Wir wollen die in Deutschland wieder ansiedeln. Wie stellen Sie sich das vor? Wenn ich mir anschaue, von wegen die Kosten der Arbeitsplätze, ne, Sozialversicherung, dann kommen die Energie, Steuern, Abgaben. Wie wollen Sie das unter einem Hut bringen? Das richtet sich jetzt nur an die CDU? Bitte? Diese Frage richtet sich nur an die CDU? Beide. Mhm. Beide stehen dort. Ich kann auch gerne wieder anfangen, aber dann spreche ich. Herr Tebrucke, das ging zuerst an Sie, dann hat Herr Ausendorf etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Es klang so, als hätte die CDU entschieden oder die Regierung, die von der CDU getragen wird, dass bestimmte Unternehmen jetzt ins Ausland abwandern, weil die Kosten, die relativen Kosten da geringer sind, sondern es sind Kostenverschiebungen. Wir haben hohe Personalkosten in Relation zu den Kosten, die in Tschechien oder da fing das ja an oder in östlichen Teilen Europas. Und deswegen hat es eine Verlagerung von Produktion gegeben. Es hat auch eine Verlagerung gegeben, und das ist auch ein Teil meiner Sorge, Energiekosten begründet. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir genügend Energie zu vertretbaren Kosten anbieten können, damit nicht noch mehr Unternehmen abwandern. Ich weise aber darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit ein sehr niedriges Niveau hat. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel, dass wir ein sehr starkes Wirtschaftswachstum haben. Perspektivisch, habe ich an anderer Stelle schon mal deutlich gemacht, glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Personalnebenkosten ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. So haben wir auch im Parteiprogramm gesagt, wir wollen das auf 40% auf jeden Fall deckeln. Und der andere Teil, den Sie angesprochen haben und ich gerade auch schon erwähnt habe, ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Energieversorgung sicher und kostengünstig ist. Und ich glaube, dass wir da schon viel tun, um eine Abwanderung der Unternehmen zu verhindern. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und unterstützen, dass Unternehmen hier auch am Standort sich gründen, ein innovationsfreundliches Umfeld finden und dann auch noch hier bleiben, dann haben wir möglicherweise andere Unternehmen, eine andere mit anderen Geschäftsmodellen. Aber ich glaube, dass das eine Perspektive ist, um Arbeitsplätze hier, auch qualitative Arbeitsplätze hier zu erhalten oder in Zukunft aufzubauen. Ja. War Ihnen das zu allgemein? Mhm. Mal gucken. Also ich tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder Zeitdruck machen muss. Wir sind ja eigentlich auch schon fast eine halbe Stunde drüber. Eigentlich wollten wir um 8:30 fertig sein, jetzt ist es fast 9 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit und Geduld, auch wie immer. Sie kommen hier sowieso nicht weg, Sie können mit den Füßen abstimmen. Aber trotzdem, vielleicht ein bisschen kürzer fassen in den Fragen, in den Antworten und dann kommen noch ein paar Sachen durch. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die im internationalen Maßstab letztlich nur über Handelsabkommen geregelt werden kann. Jetzt haben wir uns in der Vergangenheit häufig gegen Handelsabkommen wie TTIP, Mercosur und so weiter ausgesprochen, eben weil die solche Aspekte nicht oder ungenügend oder sogar kontraproduktiv berücksichtigen. Wir meinen, wenn wir über Handelsabkommen reden, dann muss es um fairen Handel gehen, der soziale und ökologische Standards eben auch festschreibt und dazu gehören auch Mindestlohn. Standards, die international gelten. Das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist ein Lieferkettengesetz, das auch den Namen verdient. Die Große Koalition hat jüngst ein sogenanntes Lieferkettengesetz verabschiedet. Die Idee ist ja, wenn ich eine Lieferkette habe, ich habe irgendwo ein Produkt als Firma, das ich ausliefere und auf dem Weg dahin habe ich ganz viele Zulieferer. Das ist dann so eine Kette. Und die Idee von dem Lieferkettengesetz ist, dass die Leute, die das Produkt ausliefern, am Ende der Kette zum Konsumenten hin dafür verantwortlich sind, dass die ganze Kette über soziale und ökologische Standards eingehalten werden. So war auch mal der ursprüngliche Entwurf, dann gab es massive Lobbytätigkeit und am Ende ist aus dem Lieferkettengesetz ein Einlieferliedkettengesetz geworden, weil die Leute, die das Produkt ausliefern, nur die letzte Kette, das letzte Kettenglied betrachten müssen, alles was dahinter kommt eben nicht. Und dahinter, da ist ja das, wo die Sauereien passieren und die eben durch dieses Lieferkettengesetz nicht abgefangen werden. Das würden wir gerne durch ein echtes Lieferkettengesetz, was den Namen auch verdient, begrenzen. So. Herr Hüpper, mit 2 Stunden Verspätung, bitte noch einmal. Ja, ich hatte ja meine Frage gerade gestellt, schon mal, da haben wir das verschoben. Also wir haben heute viel über Bundespolitik gesprochen und über Parteipolitik.
Mir geht es mehr eben um den Rheinisch-Bergischen Kreis. Hier stehen keine Parteien zur Wahl, sondern der Direktkandidat. Deswegen an Sie die Frage nochmal, wie ist Ihre Bilanz als Inhaber des Mandats hier der letzten 4 Jahre, speziell für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis? Also da geht es nicht um Gesetze, die für alle gelten, sondern konkret für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Oha, das wird jetzt eine kurze Antwort. Ne, das ist eine schwierige Frage deswegen, weil sie unterstellt, dass der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis nach Berlin geschickt wird, um da irgendwie aus einer Beute was rauszuschneiden. Wie sieht mein Engagement oder wie verstehe ich mein Engagement aus Sicht oder aus der Perspektive des Rheinisch-Bergischen Kreises? Natürlich kann ich sagen, wenn ein Antrag auf ein Förderprogramm aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis kommt, die Menschen mich adressieren, dann begleite ich das wohlwollend oder unterstützend oder nachdrücklich unterstützend und noch stärker, und möglicherweise resultiert daraus eine Förderung, über die sich Einrichtungen, Kirchen oder dergleichen freuen. Und das würde jetzt auf Ihrer Bilanz irgendwo auftauchen. Ich glaube, viel wichtiger ist ein Beitrag, den ich dadurch leisten kann, dass ich auf Entscheidungen, die auf größere Regionen bezogen sind, Einfluss nehme. Ich nehme ein Beispiel aus den Kommunalfinanzen. Wenn es eine Debatte darüber gibt, wie man den Kommunen hilft und darüber entschieden werden soll, die Kommunen durch die Übernahme von Altschulden zu entlasten, dann interveniere ich und organisiere Mehrheiten dagegen, weil ich sage, es ist besser, wenn wir die Kosten der Unterkunft als Bund stärker übernehmen, und kann das spiegeln mit den Situationen hier vor Ort nach den Gesprächen mit dem Bürgermeister und stelle fest, das nützt uns mehr. Also haben wir in diese Richtung den Schwerpunkt gesetzt und die KDU erhöht. Das können Sie in Heller und Pfennig ausrechnen. Ist natürlich nicht meine Entscheidung, aber Ergebnis einer Mitwirkung meiner Entscheidung. Und das Letzte ist, was ich jetzt an dieser Stelle, weil ich glaube ich darum gebeten habe, was macht ein Abgeordneter aus dem Kreis? Er steht für die Unternehmen, für die Vereine, für die Institutionen und nicht zuletzt auch für Einzelpersonen zur Verfügung, um deren Interessen, deren Perspektiven auf bestimmte Dinge mit in die Debatte einzubringen. Beispiele hatte ich gerade genannt, ich könnte noch weitere. Das ist nach meiner Auffassung die Wahrnehmung eines Bundestagsmandates aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und mit Rücksicht auf die Belange des Rheinisch-Bergischen Kreises. Ja, ich glaube. Also es gibt keine konkreten Dinge, die Sie jetzt nennen können. Ist das richtig? Also das ist ja schon verstanden, aber Sie haben also, ich frage ja nur, ein konkretes Beispiel, Sie haben von Bundesstraßen gesprochen, wo es Probleme gibt. Zum Beispiel diese Sache im Strundetal, ja, das ist ja eine konkrete Geschichte hier in Bergisch Gladbach. Nein, das ist nicht. Also es ist keine Entschuldigung. Ich frage nur einfach, also ich kenne zum Beispiel vom Herrn Bosbach damals, dass der sich sehr konkret immer für Dinge eingesetzt hat. Der könnte Ihnen eine ganze Litanei sagen von Themen, Unternehmen hier und so weiter und so fort, so eine Bilanz stellen. Ich frage ja nur, ob es da genau konkrete Herr Tebroke hat ausführlich geantwortet, er hat grundsätzlich geantwortet. Weiß nicht, ob Sie jetzt noch mal ergänzen wollen. Ich habe es verstanden. Nee, wir können das gerne bilateral, dass wir das mal aufzeigen, was da als ein individueller Erfolg eines Bundestagsabgeordneten ausgewiesen wird. Ja. So, wir haben jetzt noch 3 Personen, 3 Jung, Erst- oder was auch immer Wähler, hoffentlich am Mikrofon stehen. Bitte, kurze, schnelle Fragen. Meine Frage geht an beide Kandidaten, aber stellvertretend an Herr Außendorf. Wir sind ja eigentlich in einer sozialen Marktwirtschaft. Was mich dabei aber dann wundert, ist, dass es auf bestimmte Güter 5 Steuern gibt. 5. Zum Beispiel auf Öl gibt es, und ich musste das jetzt erstmal aufmachen, weil ich weiß gar nicht auswendig, erstens die Importsteuer, die Mineralsteuer, die Ökosteuer, die CO2-Steuer und darauf kommt noch eine Mehrwertsteuer. Was ich mich dabei frage ist, wenn wir in einer sozialen Marktwirtschaft sind, wie kann der Staat dann den Preis eines Gutes so hochschrauben? Und die zweite Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wenn wir schon den Preis hochschrauben, warum so kompliziert? Ja, 2 gute Fragen, und die Grünen wollen den Preis ja noch höher schrauben am liebsten. Ja, also ich kann Ihnen vollkommen, das ist Vergangenheit, ich kann Ihnen vollkommen recht geben, das ist deutlich zu kompliziert. Gibt es da noch viele Beispiele, die Sektsteuer, die noch aus Kaiserszeiten kommt, um irgendeinen Militärfeldzug bzw. Seemanöver zu finanzieren, was es immer noch gibt.
Beim Öl ist es so, das ist jetzt noch mal wieder ein Sonderfall, das ist eben extrem klimaschädlich. Das ist auch dann richtig, dass diese Kosten damit reinwandern. Das ist auch noch nicht kostendeckend von dem, was es abdeckt. Aber ich bin vollkommen mit Ihnen einer Meinung, dass man das vereinfachen muss. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass ich kein Finanzpolitiker bin, weil ich hätte riesen Respekt vor der Aufgabe. Und ich glaube, da haben sich schon andere die Zähne dran ausgebissen. Das wird nur ganz schrittweise funktionieren, dass man das vereinfacht. Aber da möchte ich Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Da werde ich nicht der Heilsbringer sein. Ja, und Herr Tebrucke könnte das zwar erklären, aber nicht in aller Kürze. Von daher würde ich sagen, nehmen wir jetzt die nächste Frage. Ich wollte die Kfz-Steuer abschaffen. Bitte? Ich wollte die Kfz-Steuer abschaffen. Und Sie sind gescheitert? Und ich bin, naja, sie ist reformiert worden, aber es ist nicht abgeschafft worden und das wäre in Ihrem Interesse gewesen. Und ich finde, dass das eine ewige Herausforderung ist, eine Quälerei auch für jemanden im Finanzausschuss, aber er gibt nicht auf, immer wieder darauf hinzuwirken, dass Steuern möglichst einfacher gestaltet werden. Das ist aber ein Auftrag, den man mitnimmt, wenn man in den Ausschuss geht, gerne. Genau, und der eigentlich breiten Konsens genießt und trotzdem nicht kommt. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Tebrucke, ich gehe auf das Albertus-Magnus-Gymnasium in Bensberg. Sie können die Maske ruhig abnehmen. Sehr geehrter Herr Tebrucke, ich gehe auf das Albertus-Magnus-Gymnasium in Bensberg. In einigen Räumen haben wir sogenannte Active Boards. Die meisten LehrerInnen sind allerdings nicht in der Lage, diese zu nutzen, da das nötige Wissen hierfür fehlt. Die CDU ist seit 16 Jahren in der Regierung. Wie kann es sein, dass ich nicht zeitgenössische Unterrichtsmaterialien nutzen kann, da das Wissen der LehrerInnen fehlt und in den meisten Räumen immer noch eine Tafel hängt? Wie soll ich auf einer Tafel auf den digitalen Markt der Zukunft vorbereitet werden? Ja, danke schön. Ja, ich kann Ihre Beschreibung nachvollziehen und ich kann Ihren Frust und Ihre Enttäuschung nachvollziehen. Ich will auch nur ganz kurz andeuten, dass wir in der Schule so etwas wie einen gelebten oder im Wege stehenden Föderalismus haben, weil viele Ebenen dafür zuständig sind, wer hat welche Aufgaben zu übernehmen. Der Bund, die Bundespolitik kann möglicherweise Mittel bereitstellen, das hat sie jetzt gemacht, die man nutzen können, aber das war eben schon mal Thema, um die digitale Infrastruktur in den Schulen zu verbessern. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass Lehrer in der Lage sind, das ist eine Aufgabe des Landes und es ist eine Aufgabe der Schulen, diese Access Points irgendwann zu installieren und die Kommunen haben oftmals nicht die Kapazitäten. Ich stimme Ihnen zu, wir müssen da viel, viel mehr machen und viel konsequenter zusammenarbeiten, weil ich finde das, wie Sie, wahrscheinlich unerträglich, dass man junge Menschen auf die Zukunft vorbereiten will, auf eine digitale Zukunft und diese Voraussetzungen sind nicht gegeben. Das ist in manchen Schulen besser, in manchen Schulen nicht so gut, aber immer dann, wenn es nicht so gut ist, dann sage ich offen, das ist beschämend, da müssen wir deutlich nachlegen. Herr Ausendorf, können Sie das anders formulieren oder wollen Sie das anders formulieren oder ist das auch ein... Ich glaube, da sind wir im Prinzip einer Meinung und es ist ja schon da eine Verbesserung eingetreten, als wir vor 4 Jahren diskutiert haben, da war es noch so, es gab das sogenannte Kooperationsverbot, da war letztlich auf Grundgesetzniveau dem Bund verboten, überhaupt Gelder für die Schule zu geben, das hat sich verbessert, da gab es eine breite Mehrheit im Bundestag, aber ansonsten hat Herr Tebrucke, da sind wir einer Meinung, da muss mehr getan werden und auch mit Bundeshilfen, ganz klar. Ja, danke schön. So, die letzte Frage. Ja, also, meine Frage schließt sich theoretisch ziemlich gut an seine an. Und zwar geht es auch um Digitalisierung und Reformen in Schulen. Und zwar konkret darum, das haben Sie gerade eben auch schon angesprochen, dass eben die Bürokratie, um an Gelder für Förderungen, für Lehrer zu kommen und an neue Technologien zu kommen, deutlich zu hoch ist. Und viele Schulen schaffen es gar nicht, sich die Mühe zu machen, an diese Gelder zu kommen. Und sind Sie der Meinung, dass man von der Bundesebene her, dass es da Möglichkeiten gibt, Reformen zu schaffen, um diesen langen bürokratischen Weg für Förderungsgelder zu vereinfachen und vielleicht auch, ich weiß, die Bildungspolitik ist keine Aufgabe des Bundes, aber dass man das vielleicht noch ein wenig, das wurde gerade eben auch schon, die Frage ging, glaube ich, gerade eben auch an Herrn Lindner, eine ähnliche Frage, dass man versucht, Bildung in Deutschland einheitlicher zu machen und somit auch den Bürokratieaufwand in ganz Deutschland und das Herankommen an solche Gelder zu vereinfachen.
Also was die Vereinheitlichung von Bildung angeht, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Frage, ob wir es etwas unbürokratischer organisieren können. Herr Außendorf hat gerade noch mal darauf hingewiesen, dass es eigentlich eine Unzuständigkeit des Bundes gab. Die haben wir jetzt aufgebrochen. Aber trotzdem sind die Wege, bis das Geld dann zu einem Access Point wird, einfach zu lang. Da stimme ich Ihnen zu. Und das ist auch das, was die Lehrerinnen und Lehrer mir sagen. Bisher hieß es immer, das geht aber nicht, das geht aber nicht. Jetzt haben wir gerade aktuellen Fluthilfefonds aufgelegt. Also Soforthilfemaßnahmen eingerichtet, wo man gesagt hat, ihr könnt einen Antrag bei der Kommune stellen und dann sagt er, was die Kontonummer ist, warum ihr das Geld braucht, und wird das überwiesen. Und wir konstruieren das jetzt so ähnlich auch beim Fluthilfefonds, und das ist für mich jetzt auch ein Argument zu sagen, hier sehen wir alle ein, dass wir an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Vertrauen in eine sorgfältige Verwaltung setzen. Da brauchen wir auch mehr Vertrauen, da können wir auch mehr vertrauen. Und dann können wir das doch auf solche mindestens genauso wichtigen Projekte auch übertragen und da mal ein bisschen mehr Mut haben, davon auszugehen, dass auf dem Verwaltungswege mit Sinn und Verstand entschieden wird. Da haben wir so ein bisschen Hemmung. Ich glaube aber, dass das, was gerade passiert, ist gut. Und wenn Sie auch aus Ihrer Generation immer deutlicher sagen, wir brauchen das aber, dann wird das gelingen. Also ich jedenfalls könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt etwas mutiger werden. Danke für den Appell. Herr Außendorf, aus der umgekehrten Perspektive des Kommunalpolitikers, der genau diese Sachen ja eigentlich umsetzen müsste, aber wenn wir jetzt die ganzen Debatten der letzten Wochen zurückgucken, Schulausstattung, Schulneubau, OGS, Luftfilter, jetzt ganz zum Schluss. Für alles das gibt es irgendwann mal Programme. Aber das ist so ähnlich wie ein bisschen mit dem Klimawandel. Irgendwie immer zu spät, zu wenig? Ja, also ganz vergleichen würde ich es nicht. Was die Luftfilter anbelangt, ja, da gab es oder gibt es Bundesfördermittel, aber die sind dann auch nur wieder sehr eingeschränkt verfügbar, kommen viel zu spät, dauert viel zu lange, um dran zu kommen. Ist das Bürokratieproblem? Das ist auch das Bürokratieproblem, ganz klar, aber auch, da muss man einfach sagen, da ist in mehreren Ministerien geschlafen worden, ich weiß nicht, was sie die ganzen Sommerferien gemacht haben, da hätte man viel früher reagieren können. Ein Punkt nochmal, Sie haben das mit den Lehrerinnen angesprochen und den Whiteboards. Das ist wirklich Landesthema. Es ist generell so, dass bei uns in NRW Lehrerinnen und Lehrer mit Aufgaben überfrachtet werden, die mit ihrem eigentlichen Beruf nichts oder nur wenig zu tun haben. Wenn man guckt, wer in den Schulen das ganze IT-Netz administriert, dann machen das Lehrer, und zwar normalerweise in ihrer Freizeit. Wenn sie Glück haben, kriegen sie mal eine Stunde Entlastung. Wenn sie in einen Wirtschaftsbetrieb oder in eine Verwaltungsbehörde vergleichbarer Größe gucken, dann gibt es da ein Team von 2 oder 3 Administratoren, die kümmern sich Vollzeit darum, dass die Infrastruktur in Gang gehalten wird. Hier machen das Lehrer größtenteils ehrenamtlich nebenbei, und das muss auch sich verbessern. Das ist teilweise auch in kommunaler Verantwortung. Da ist überhaupt nicht das Geld dafür da. Da muss dringend nachgebessert werden mit Bundesmitteln und landesorganisatorischer Hilfe. Und das ist ja eigentlich ein wesentlicher oder könnte ein wesentlicher Lösungsbeitrag sein, dass man Kommunen oder Kreise mit mehr finanziellen Mitteln ausstattet und man mehr Vertrauen darauf hat, dass in den Kommunen mit dem Geld schon anständig umgegangen wird. Genau. Und wir machen das so, wir stellen Geld ins Schaufenster, haben dann Fähnchen dran und dann darf das Geld nur für bestimmte Zwecke verwendet werden, weil sonst kommt der Bundesrechnungshof und sagt, ihr habt das Geld verschwendet. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir sorgen für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen, dann kann man nämlich dann auch den Bürgermeister oder den Stadtrat ansprechen und sagen, warum gebt ihr das Geld, das ihr reichlich zur Verfügung hättet, in unserem Modell jetzt für dieses oder für jenes Thema aus und nicht für die Schulen. Dann wäre da viel mehr Gestaltungsfreiheit, und das würde auch meinem Verständnis entsprechen, dass man den Menschen und auch eben den Verwaltungen vor Ort viel mehr zutrauen könnte, als das jetzt im Moment der Fall ist, und dann wäre ihr Problem schneller gelöst. Herr Tibroke, Herr Außendorf, wir haben jetzt den ganz vollen Kreis gedreht, zum Schluss plötzlich wieder Konsens, dazwischen aber eben auch viele, viele Punkte, wo Sie dann doch relativ weit auseinanderlagen. Diese Unterschiede sind hoffentlich sichtbar und hörbar geworden, nachvollziehbar geworden. Ich bedanke mich dafür, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse, nicht nur hier im Saal, sondern auch auf Facebook. Dort kann man das natürlich auch in Ruhe nochmal sich anschauen, die all diese Argumente nochmal auf sich wirken lassen, weil am 26.09. wird gewählt. Sie stehen an, Sie gehen wahrscheinlich zur Wahl, sonst säßen Sie nicht hier. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei unseren Förderern, unseren Sponsoren, die das hier möglich gemacht haben. Da darf ich noch ganz schnell die Bensberger Bank und die Schlossapotheke nennen. Ich bedanke mich bei Stefan Greske und Greske Audiovisual, die die Technik tatsächlich heute gemacht haben, diesen Livestream, hervorragender Service. Danke Ihnen. Und zum Schluss für das ganze Team vom Bürgerhaus Bergischer Löwe, die uns auch hier wunderbar unterstützt haben. Normalerweise kann sich ein kleines Bürgerportal, ein großes Bürgerhaus nicht leisten. Heute ging es. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke Ihnen. Und vielen Dank an Sie für diese wunderbare Veranstaltung. Dankeschön. Jetzt war einmal Boxen, oder? Ja.